Yo, YouTube, hier ist Damon aus dem Kraftraum und heute kommt Gregor zu Besuch. Gregor Traber, kennt ihn vielleicht aus dem Podcast, 110 Meter Hürdensprinter, ziemlich schnell unterwegs in dem Bereich und auch im Kraftraum echt gar nicht schwach, vor allem wenn man bedenkt, wie leicht er eigentlich auch ist. Auf jeden Fall ist er heute und morgen in Stuttgart und kommt deswegen gleich mal noch schnell vorbei. Vielleicht trainiert er noch ein bisschen mit mir und morgen nehmen wir wahrscheinlich den Podcast auf, den wir schon lange eigentlich geplant hatten, mal eine zweite Folge, weil die erste kam richtig gut an, die Leute wollten gerne nochmal mehr hören und diesmal werden wir wahrscheinlich Fragen sammeln über Instagram auch, damit die Zuhörer noch ein bisschen was beisteuern können. Und apropos Podcast, ich bin heute Abend bei Hipster of Doom live auf YouTube. 21:30, wenn es hier rauskommt, ist es schon längst vorbei gewesen, aber was vorbei gewesen, was rede ich für eine Scheiße? Schon längst vorbei, aber ihr könnt es natürlich trotzdem noch auf YouTube anschauen, beziehungsweise auf Spotify und überall sind die auch. Alex und Schagel, Schagel war ja auch schon zweimal im Podcast bei mir und was ich bisher gesehen habe von den beiden, ist ganz witzig, ist ein Podcast, wird einfach nur gelabert, ohne irgendwie groß spezielles Thema, Struktur oder sonst irgendwas drin zu haben, sondern die labern einfach drauf los und sind beide gut drauf. Von daher wird bestimmt witzig und unterhaltsam. Bin ich mal gespannt. Und in dem Zuge auch werde ich mit Pascal vielleicht noch die Woche das nächste Mal falsch aufnehmen. Je nachdem, wie wir es halt zeitlich mal hinbekommen, ist immer so ein bisschen ein Thema bei uns, sag ich mal. Und ja, noch ein Podcast-Thema. Und zwar mit den Gästen gerade so ein bisschen wieder schwierig, ich habe keinen Bock auf, ich weiß nicht so ganz, wen ich einladen soll. Ich habe keinen Bock, immer das Gleiche zu machen, natürlich auch. Morgen mit Gregor ist cool, das heißt für nächsten Sonntag, also kommenden Sonntag habe ich eine Folge. Kommenden Sonntag werde ich auch noch eine Folge mit jemandem schon aufnehmen, habe ich auch schon geplant. Das heißt, diese Woche, nächste Woche ist schon wieder geplant. Dann, wie es weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich hatte mit dem Triathleten eigentlich Kontakt und schon mehrmals ausgemacht zum Aufnehmen, aber jedes Mal kriegt das irgendwie nicht hin mit dem Termin und so weiter. Deswegen scheiße ich da jetzt draus. Ein anderer Ultra-Marathon-Runner und sowas auch. Ist immer ein bisschen schwierig auch manchmal, ja. Wenn die Leute nicht von sich aus 100% Bock drauf haben und auch sagen, hey, ich habe Bock drauf, ich will die Zeit investieren und so weiter. Ist auch verständlich, weil sie haben am Schluss, das heißt, sie haben nichts davon. Ja, ich meine, klar, ist irgendwie dann meine Plattform, ich habe dann Zuhörer, klar, hören die Leute auch denen zu und ich glaube auch, dass viele Follower von mir oder halt einfach Hörer vom Podcast, die jetzt die Sportler an sich noch nicht kannten, vielleicht danach auch bei den Sportlern irgendwie interessiert weiter verfolgen, was die machen und so. Von daher lohnt sich's für die schon auch immer irgendwo. Aber ja, auf jeden Fall, die Folge für diesen Sonntag, die kommt irgendwann im Laufe der Woche jetzt. Ich habe jetzt das Skript fertig, weil es wird nämlich eine Solo-Folge zu einem bestimmten Thema. Ein super relevantes Thema, was jeden von euch interessieren wird. Die meisten werden schon die Grundlagen auf jeden Fall kennen. Ultra krass ins Detail gehen werde ich aber natürlich auch nicht. Es soll sehr praktikabel bleiben. Aber wenn die Folge rauskommt, ist der Podcast wahrscheinlich auch schon wieder draußen. Von daher könnt ihr einfach mal anhören, was es da zu hören gibt. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Training mit Gregor vielleicht. Oder auch nicht, aber auf jeden Fall mit Gregor und mir. So sieht das aus, Leco wenn mio. Ein Hürdenläufer mal pumpt. So, Gregor am Start. Ich glaube, mit meinen Kniebeugenschuhen bin ich sogar größer als du. Wie groß bist du? Gerade 1,90. So ja, knapp. Ich auch. Ja. Aber wir fühlen uns groß, größer. Ich glaube, der ist schon ein bisschen größer als ich. Vielleicht bin ich auch gerade wieder bei 1,89, wer weiß. Aber so, ja. Morgen Podcast? Morgen Podcast.
Sehr gut. Also wenn ihr das seht, ist eh schon wieder vorbei, zu spät. Das heißt, der Podcast ist dann, ja, vielleicht schon, ja doch, ist schon draußen dann. Das heißt aber, Fragen stellen habt ihr vielleicht dann über Instagram gemacht. Schauen wir mal. Also dann bis wann? Wann kommt das Video raus? Ich weiß nicht, morgen nehmen wir es auf. Das liegt an dir. Ja, Podcast kommt Sonntag und das Video hier kommt dann auch Sonntag oder spätestens Montag. Jetzt 2,5 Stunden Hipster auf Doom Podcast live auf YouTube gerade gemacht. Hier ist noch das Standbild von vorhin. Bei mir hat es irgendwann gehangen, ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall 2,5 Stunden war jetzt schon gut lange. Wir haben jetzt schon 23 Uhr. Also wird auch langsam Zeit, dass ich ins Bett komme. Und das Krasse, das habe ich manchmal auch beim Podcast. So die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar Stunde, musste ich echt übelst pissen. Also immer noch. Ich muss echt jetzt gleich mal pissen gehen, sonst mache ich mir noch in die Hose. Aber noch viel schlimmer, das Training davor, online, Live-Training, was heißt live, also das Online-Training mit den Roller Derby Mädels hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Deswegen hat es nicht mehr ganz gereicht, um meinen Jufka, oder hier im Norden bei euch, falls ihr aus dem Norden seid, heißt es scheinbar Dürüm, fertig zu essen. Und jetzt haben wir das größte Dilemma aller Zeiten, und zwar Mikrowelle aufwärmen oder kalt essen. Das ist die Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den in die Mikrowelle reinpacke, dass es irgendwie dieses Fladenbrot-Ding ultra eklig wird. Aber kalt ist es, glaube ich, auch nicht so geil. Naja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich habe die Podcast-Aufnahme für morgen, die dann auch morgen direkt noch kommt, vorbereitet über Supplements. Und morgen früh kommt noch mal Gregor vorbei. Und dann nehmen wir noch mal einen Podcast auf mit Gregor. Ja, und falls ihr live nicht bei Hipster of Doom dabei wart, könnt ihr auf YouTube Hipster of Doom den Podcast da nochmal anschauen. 2,5 Stunden, also vielleicht in mehreren Etappen anschauen. Oder ein Stück, falls ihr nichts zu tun habt. Auf jeden Fall, Schagel und Alex sind zwei coole Typen. War ein gutes Gespräch und wir haben über alles Mögliche geredet. So wie ich mit dem Training und so weiter angefangen habe, wie ich zum Athletiktraining gekommen bin. Ob es zuerst die Nachfrage gab oder zuerst das Angebot von mir. Also wie ich da reingerutscht bin. Dann auch noch so, warum ich schon immer in der Garage trainiere und so weiter. Dann haben wir so geredet über irgendwie sind die Muscle Fitness und Flex und Bodybuilding, Anfänge von uns und allem drum und dran. Also war schon ganz cool so. Und dann aber auch noch so ein bisschen so, okay, Powerlifting und CrossFit und was die Crossfitter von den Powerliftern denken und andersrum und so ein Zeug. Also ja, doch, war glaube ich cool. Hat alle möglichen Themen irgendwie so angeschnitten. Und hinten raus wurde der Schagel sowas von unglaublich müde. Ich habe so immer mal gesehen, dass sie so die Augen gerieben und so versucht, die Augen doch aufzuhalten. Der war richtig am Sack am Schluss. Aber gut, wir sehen uns dann morgen mit Gregor für den Podcast vielleicht. Und wenn nicht, einfach fürs nächste Training. Bam! Jo, so. Gregor war jetzt heute Morgen noch da. Wir haben noch den Podcast aufgenommen. Der ist dann wahrscheinlich schon online, wenn ihr das Video hier schauen könnt oder kommt dann online. Auf jeden Fall kommt gleich noch Nico zum Training und ich hau mir jetzt noch schnell ein bisschen Hähnchen auf die Schnelle rein. Hab noch nichts gegessen heute und wir haben jetzt 12:30 und dann noch hier Bake Rolls. Die sind ziemlich geil, also die schmecken richtig gut. Die haben auf 100 Gramm 450 Kalorien, also fast so wie Chips.
aber das meiste aus Kohlenhydraten und die haben sogar 14 Gramm Eiweiß. Und die Packung hier hat 250 Kalorien. 250 Gramm. Das heißt 35 Gramm Eiweiß plus 33 Gramm Eiweiß hier. Aber ich esse die jetzt nicht komplett. Ja, weil ich einfach nichts zu essen da habe und auf die Schnelle jetzt nichts anderes auftreiben konnte und irgendwie keinen Bock habe, wieder Döner zu essen. Übrigens, gestern, ich habe ihn kalt auf dem Heimweg gegessen. Es war sogar gar nicht schlecht. Also, das meiste von dem Jufgarder Döner ist ja normalerweise eh kalt, außer das Fleisch und halt das Brot oder das Fladenbrot. Ja, von daher war der Unterschied jetzt gar nicht so krass und das Ding außen wurde sogar ein bisschen knuspriger. War gar nicht schlecht. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, trotzdem lieber warm. Aber gut, jetzt können wir erstmal trainieren mit Nico und und nachher kommt gleich noch die DPD-Lieferung. Also wenn ich nach dem Training nach Hause gehe, dann sind die Rohlinge endlich da. Die T-Shirts, die Hoodies und die Tanktops. Und ich bin so gespannt, ohne Scheiß. So, Banner sind da, aber ihr könnt dreimal raten. Natürlich muss irgendwas schieflaufen. Also das heißt schieflaufen, aber bisher, wenn ich Banner bestellt habe, wurden alle mal einzeln verpackt in so einem schönen, kleinen, rechteckigen, langen Karton geliefert. Und jetzt waren sie ein paar Banner mehr. Und ich habe gar nicht nachgedacht gehabt, dass das ja vielleicht dann irgendwie anders geliefert wird. Ich bin davon ausgegangen, jeder Banner ist in seinem eigenen Karton drin und es sind alle wieder zusammengebunden, so wie sonst auch. Aber was ist passiert? Natürlich waren einfach alle Banner zusammengerollt und irgendwie in zwei, oder ja doch in zwei Kartons drin. Das heißt, Damien musste jetzt erstmal online suchen, wo er solche Kartons herbekommt und habe jetzt welche bestellen müssen. Problem ist jetzt natürlich, ich muss ein bisschen warten, bis die geliefert werden. Heute haben wir Donnerstag, die Bannerlieferung kam einen Tag früher als angekündigt, aber ich weiß bei denen, die sind nicht so weit von mir entfernt, da bin ich eigentlich immer einen Tag früher dran. Aber ich habe jetzt die gleich heute dann bestellt, heute Vormittag und hoffe, dass die halt, ja, hoffentlich Montag da sind, damit ich die Montag gleich alle verpacken kann und dann ja, zur Post bringen kann, damit ihr eure Banner einfach schnell bekommt. Und gestern kam noch die Lieferung mit den Mustern. Tanktops, Tanktop habe ich gerade schon an, Hoodies, T-Shirts und ich muss sagen, richtig geil. Und zwar ein richtig geiler Hoodie, der richtig gut passt, der einen geilen Schnitt hat. Da sind die Ärmel lang genug, die Kapuze hat die perfekte Größe, weil ihr wisst ja, wie es ist. Es gibt ja so Hoodies, die haben so eine riesen Kapuze, die hängt dann immer so ins Gesicht runter, dass man nichts mehr sieht. Oder dann so ganz klein und drückt einen so zusammen, aber einfach perfekt. Perfekt. Dann dicke ist so, dass es halt nicht so unglaublich gestört dick ist, wie es da manche gibt, sondern einfach, es hält auf jeden Fall im Winter noch gut warm, aber es ist super geschmeidig, nicht mega fett. Vom Körper her, Körperlänge ist auch nicht so super kurz, weil das hasse ich nämlich auch, wenn dann die XL-Hoodies einfach nur noch breiter werden, aber nicht mehr länger und man dann so fast bauchfrei rumrennt. Ja, und die Ärmel halt schön lange. Also, richtig geiles Teil. Und T-Shirt habe ich auch ein geiles gefunden. Ich war ja am Überlegen, ob ich ein normales T-Shirt mache und noch so ein Longfit-T-Shirt. Und jetzt habe ich im Endeffekt ein normales T-Shirt, was aber lang genug ist, dass man kein Longfit-T-Shirt braucht. Also es ist zwar kein Longfit-T-Shirt, aber es ist einfach lang genug für mich in XL, dass es einfach locker und gut passt, so wie ich es haben möchte, aber auch lang genug, dass ich da nicht irgendwie ja, wieder Schiss habe, dass ich bauchfrei rumrenne. Aber die ganze T-Shirt, Hoodie, Tanktop, Merch-Geschichte wird noch ein bisschen dauern natürlich. Jetzt geht es erstmal darum, das Design noch komplett zu finalisieren, mit der Druckerei abzuklären, können wir das genauso drucken, welche Größe muss es mindestens haben und so weiter, alles drum und dran. Und dann wird es dann in die Vorbestellung gehen. Ich versuche mir vorher schon Muster mit dem Druck schicken zu lassen, damit ich einfach damit auch Fotos machen kann für die Webseite, damit ihr auch schon sehen könnt, wie es damit nicht bedruckt auch aussieht. Ja, aber wie immer, ich halte euch auf dem Laufenden. Und jetzt haben wir schon wieder 8:45. Ich muss trainieren. Ja, habe heute fast den ganzen Tag mit meinem Kleinen verbracht. Dann kam meine Freundin von der Arbeit, ist mit ihm auf dem Kindergeburtstag von irgendeinem Kind. Dann habe ich noch ein bisschen gechillt, weil ich habe heute Nacht so beschissen geschlafen und ich habe einen Energy Drink mehr getrunken als normal, dass ich einfach jetzt halt noch wach bin und fit bin. Und auf jeden Fall, morgen ist meine Freundin wieder arbeiten und fährt danach dann direkt zu einer Freundin übers Wochenende, also bis Samstagabend ungefähr. Das heißt, ich habe die nächsten beiden Tage
komplett mit meinem Kleinen. Deswegen heute auf jeden Fall trainieren. Dann muss ich gucken, ob ich dann vielleicht morgen oder übermorgen halt nochmal zum Training komme, je nachdem. Vielleicht kann noch ein Kumpel kommen oder sowas zum Trainieren, weil dann kann man sich ein bisschen abwechseln mit dem Kleinen, zum gucken, dass der sich halt nicht umbringt oder unter die Gewichte rennt oder sonst irgendwas. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin schon mal gut drauf, weil Banner sind da. Klar, das mit den Kartons war ja natürlich irgendwie typisch, dass irgendwas passiert. Und die Muster sind geil. Und jetzt hat er das mal trainiert. Es geht wieder los mit Trapper Deadlifts. Let's go. Das, wenn man einfach den ganzen Tag irgendwie beschäftigt war mit irgendwas und dann abends trainieren wollte oder trainieren musste und nicht abends trainieren konnte. Und dann ist es irgendwie, wird immer später, immer später, immer später und es ist halt einfach so am Arsch und so müde, seid schon zu Hause schon lang, seid ihr vielleicht noch auf dem Sofa oder so und denkt so, boah, hab ich keinen Bock jetzt nochmal loszugehen zu trainieren. Genauso geht es mir heute. Also ich bin irgendwie voll am Sack, ich weiß nicht warum. Gut, die ganzen letzten Nächte waren alle nicht so geil, irgendwie nicht so gut geschlafen. Ich habe meine Nebenhöhlen-Dinger wieder so ein bisschen so Probleme, wie ich es letztes Jahr schon hatte. Ich habe zwar jetzt angefangen, so Tabletten zu nehmen gegen die Allergien, damit ist auch schon deutlich besser. Damit schlafe ich auch wirklich ein bisschen besser, aber meine Nase ist trotzdem zu. Man hört es auch immer wieder und ja, einfach der Schlaf ist nicht so gut. Und Schlaf ist halt echt richtig wichtig. Aber die Serie heißt nicht umsonst Consistency und man hat einfach immer nur die Möglichkeit zu entscheiden, mache ich jetzt noch, was ich machen sollte, was ich machen wollte oder mache ich es nicht. Man muss natürlich dabei beachten, so hey, ist es sinnvoll oder wäre es dumm, es zu machen. Und in meinem Fall, ich bin einfach nur ein bisschen müde. Und von daher trainiere ich jetzt, auch wenn ich müde bin oder schlapp bin oder schlecht geschlafen habe oder sonst irgendwas. Weil, wenn das Einzige ist, worüber ich mich beschweren kann, dann geht es mir eigentlich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Gerade so im Anbetracht von allem, was aktuell abgeht, so. Ich vor allem, und wahrscheinlich ihr, die jetzt zuschaut hier auch, haben eigentlich nicht viel, worüber wir meckern können. Und deswegen will ich auch nicht wegen so Sachen wie, boah, ich bin heute echt müde oder ich bin echt schlapp, das als Ausrede nehmen und nicht trainieren. Naja. Und natürlich noch, wenn man das Training dann macht, so den inneren Schweinehund besiegt und dann trainiert, sich warm macht und dann anfängt mit dem Training, dann merkt man meistens so, hey, eigentlich geht's genauso wie sonst auch immer. Ich bin gar nicht so müde, ich bin gar nicht so schlapp, besser gesagt. Müde fühlt man sich ja trotzdem. Und vor allem nach dem Training fühlt man sich gut und ist froh, es gemacht zu haben. Und jetzt in meinem Fall, wenn ich jetzt heute nicht trainiere, jetzt haben wir schon Samstag, und wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Wenn ich heute nicht trainiere, dann muss ich mein Training ja morgen machen. Aber ich habe morgen eh auch noch ein Training geplant. Also bei mir ist es wieder so, ich habe Dienstag, Mittwoch trainiert. So wie letzte Woche auch, Dienstag, Mittwoch. Und jetzt halt Samstag, Sonntag.
Ja, und wenn ich jetzt aber heute nicht trainiere, es auf morgen verschiebe, dann habe ich die Einheit für morgen natürlich auf übermorgen verschoben. Also auf Montag. Und dann, ja, würde ich dann wieder Dienstag, Mittwoch trainieren, wie sonst auch immer. Dann hätte ich halt 3 Tage am Stück Ganzkörper. Ist auch nicht so geil. Von daher mache ich jetzt einfach mein Training. Lass es hier nebenher noch ein bisschen Podcast-Zeug laufen. Ihr habt ja vorhin schon gesehen im Video. Ich habe gesagt, wenn ihr das Video hier schauen könnt, ist der Solo-Podcast, den ich aufnehmen und den ich vorbereitet habe und aufnehmen wollte, draußen. Aber ist er nicht. Zu viel zu tun, ich kann nicht dazu. Wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft aber ändern, dass ich dann mehr Zeit habe und wirklich dann auch wieder 2-mal die Woche eine Folge bringen kann. Im Optimalfall eine Folge mit einem Gast und eine Folge zu einem bestimmten Thema. Und vielleicht dann auch mehr Videos, mal schauen. Weil die Videos werden so lang hier, vor allem ich bin jemand, ich laber dann so ewig lange. Dann werden die Videos immer länger und ich weiß nicht, ob ihr es geil findet, dass die Videos irgendwie eine halbe Stunde oder noch länger sind. Und ich halt zwischendurch so ein bisschen Training und so habe. Oder dass ich einfach auf 2-mal die Woche aufteile und dafür halt beide Videos auch ein bisschen geiler, weiß nicht. Ist halt irgendwie so lang immer. Aber gut, ihr könnt es mal unten reinschreiben und ich mache mich jetzt mal ans Training. Let's go. Jo, einen Tag später und wir haben schon wieder 9:30 und ich habe noch ein paar Trainingspläne, die ich schreiben muss für morgen. Von daher fange ich jetzt direkt an und muss mein Training schnell durchziehen. Und das ist das gleiche Prinzip wie gestern eigentlich. Ich bin heute auf jeden Fall ein bisschen fitter, aber jetzt ist halt schon spät und ich habe Hunger. Ja, aber was soll man machen, wenn ich jetzt nicht trainiere? Oder wenn ich nicht trainiere, dann macht kein anderer für mich. Von daher, let's go. Schauen wir mal, wie es wird. So, es war gestern schon so, da habe ich ja nur die Kniebeugen, glaube ich, gefilmt. Ich weiß gar nicht, was ich noch gefilmt habe. Nee, ich glaube, Bankdrücken habe ich noch einen Satz gefilmt, aber den Rest nicht mehr. Jetzt habe ich auch Kreuzheben gefilmt. Ich habe jetzt schon Satzdips und Klimmzüge gemacht. Und ich habe keinen Bock mehr zu filmen, den Rest. Ich mache es aber nur schnell. Das Training fertig. Dann hole ich mir auf dem Heimweg noch was zu essen. Ich glaube, mir überlegen. Ich glaube, ich hatte die Woche noch keine Pizza. Also, ja, und ich habe irgendwie gestern und heute einfach Hunger. Keine Ahnung warum, also ich habe einfach Hunger. Ich habe, also selbst heute Mittag nach dem Mittagessen, ich hatte einfach noch Hunger, so ich hätte einfach essen können. Und ich bin gerade so ein bisschen am Gucken, dass ich einfach gescheiter esse, weil ich einfach die letzten Monate, Jahre vielleicht sogar null aufs Essen geschaut habe. Also wirklich absolut gar nicht. Ich habe einfach reingestopft, was ich wollte so. Und auch wenn ich früher ein schlechter Esser war, ich habe jetzt halt mich einfach über die Jahre daran gewöhnt, also ich kann jetzt halt echt große Portionen essen so. Und dann halt meistens auch noch Zeug gegessen, was halt unnötig viel Kalorien hat. Vor allem verhältnismäßig zum Eiweiß so. Und dann bin ich jetzt einfach gerade am Gucken, dass ich da generell wieder ein bisschen eiweißreicher esse und halt gucke, dass ich einfach nicht Zeug esse, was unnötig viel Kalorien hat. Wenn es halt eine gute Alternative gibt, die einfach weniger Kalorien hat und vielleicht sogar noch mehr Eiweiß und so. Einfach, ja, unnötig fett werden ist scheiße. Und gerade wenn man halt früher so
wenig Körperfett immer hatte, wie es bei mir war. Also ich hatte die ganzen Bauch hoch, konnte man meine Arme sehen, wenn ich angespannt habe und so. Meine Schultern, mein Arsch war gestreift. So wenig Körperfett hatte ich teilweise. Das war schon krass. Und jetzt halt so, ja, viel Körperfett einfach haben, ist irgendwie nicht geil. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen, weil ich weiß auch, dass ich jetzt einfach nur durch das bisschen gescheiter Essen, ohne irgendwie groß Stress machen, so locker mit dem Körperfett runtergehen kann. Und es mich beim Training auch nicht stören wird oder so. Von daher, wahrscheinlich wird es sogar helfen, weil ich wieder ein bisschen bewusster bin und ja, vielleicht generell mal im Schnitt ein bisschen mehr Kohlenhydrate, vor allem mehr Eiweiß esse. Und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht, wie lange ich da noch drauf Bock habe. Aber heute muss auf jeden Fall Pizza sein. Ja, morgen müssten die Kartons kommen für die Banner. Hoffentlich. Dann werde ich die sofort alle hier verpacken und losschicken. Also falls auch du einen Banner hast, dann sollte der die Woche jetzt dann auch kommen, wenn du das Video anschaust. Und ja, dann machen wir mal Feierabend für heute. Später mit einer Pizza. Schon 10:15. Optimal. Also,